Wir machen gerade einen Vlog. Einen Olympia-Vlog. Hallo meine Lieben. Mein Name ist Laura Wallner. Lara? Und hallo, da sind wir wieder. Hi. Hallo und herzlich willkommen zum Vlog Nummer 1. Wir sind, wo sind wir? Von Romö und haben uns gerade einen wunderschönen Sonnenuntergang angeschaut. Was tun wir da, Laura? Wir haben im letzten Weltcup vor den Olympischen Spielen da. Ich nehme leider nicht mehr teil, weil ich meine Qualifikation geschafft habe. Und Lara hat natürlich auch schon die Qualifikation geschafft. Hat aber da extrem gute Chancen, aufs Podium zu fahren. Ich skippe dann jetzt, dass ich sicher zu den Spielen fahren kann. Was ist der Plan jetzt am nächsten Tag, Laura? Wie bereitest du dich vor auf die Spiele? Morgen ist die Qualifikation. Ich werde daneben Rest trainieren. Dann am Sonntag Finale, am Montag fliegen wir heim. Am Dienstag muss ich noch Echokardiographie nachholen, die letzten Vorbereitungen. Für die Spiele? Für die ganze organisatorische Sache, es ist brutal anstrengend. Das ganze Corona und das alles, es ist so viel mehr Arbeit, wie es sind. Am 21. Haben wir nochmal einen Trainingskurs am Kreisberg und am Kronplatz, dass wir nochmal alles gut sättigen. Einkleidung immer noch. Und dann haben wir noch ein paar Tage daheim. In Quarantäne und nachher beim Umfliegen. Das ist der cute Coach. And this guy is singly. Es ist Samstag, der 15. Januar 2021. Ja, etwa Weltcup-Quali in Font-Romeu. Dedo ist ins Finale gefahren. Es ist das erste Finale, was ich diese Saison fahre und ich freue mich voll auf morgen. Wir starten morgen um 8 Uhr in der Früh. Bin schon ziemlich aufgeregt, muss ich sagen. Ich bin aufgeregt mit dir mit. Und sie freut sich schon voll, glaube ich. Also der Run ist ziemlich technisch. Ich freue mich aufs Zuschauen, ich freue mich aufs selber fahren gehen. Also bis morgen, ich merke mir dann, wie es ausgegangen ist. Let's go! Oh! That was nice. Very nice. Yes. Oh. Yes. Oh. Wow. Beautiful. Ich bin sprachlos. Es ist. Der Contest ist vorbei. Ich konnte immer nicht atmen, weil ich so gesehen habe. Und Lara Wolf hat ihr erstes Podium mal rausgefahren. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Coach ist komplett. Sie ist so lieb. Ich muss nicht die Thematik erklären. Der erste Run habe ich verschissen. Bin ich beim letzten Kicker vorbeigefahren. Und nachher, beim zweiten Run war ich halt richtig nervös, weil ich wusste, ich muss ihn jetzt einbringen. Denn beim zweiten Kicker war ich ziemlich weit. Bin dann rechts hinein gemacht. Und dann habe ich mir so einfach heben und mir so ausfahren, weil ich wusste, es geht jetzt da drauf an. War alles eigentlich voll gut. Und das letzte Run habe ich verschissen. Und dann habe ich es eigentlich schon vorbeifliegen gesehen, das Podium. Jetzt bin ich trotzdem dritte. Get up. Komm fliegen.